So eine Grundidee war eben, dass wir ein Rattennest wollten. Oh, oh Gott. Ich bin Rebecca Rings, die Bühnenbildnerin, und ich habe das Bühnenbild für die Dreigroschenoper gemacht. Genau, also das ist hier das Bühnenbild im Proberaum, und das entspricht eigentlich exakt dem Bühnenbild, was wir auch auf der Bühne haben. Das sind 6 Türme, die nebeneinander stehen zu Beginn. Die beiden äußersten, die stehen fest, aber die anderen 4 Wegen sind motorisiert und werden über Drahtseile gezogen und können hin und her fahren in der Bühnentiefe bis vorne zur Kante. Wir haben uns 2-3 Mal getroffen, Barry und ich, und haben erstmal so ganz grundsätzlich darüber gesprochen, was macht man mit diesem Stück. So eine Grundidee für das Ganze war eben, dass wir ein Rattennest wollten, wo die miteinander kämpfen und ihre ganzen Intrigen und es geht ja immer entweder um Geld oder um Gefühle, und das wird so gegeneinander ausgespielt, und zwar so, dass wir sie gleichzeitig überall rumkriechen sehen können. Und deswegen haben wir es quasi als Labyrinth gebaut, aber dann eben aufgestellt, so dass wir quasi wie von oben drauf schauen können. Der Nico, der Hauptdarsteller, der den Mackie Messer spielt, ist Gott sei Dank sehr körperlich. Dem macht das Spaß, auch hier sich durchzuwuseln und rauf und runter zu klettern und verschiedene Positionen zu finden, wo er mal irgendwie so eingezwängt ist. Dann wieder irgendwie der Big Star und so. Sie ganz von selbst. Das ist komplett Stahl, Stahlbau, diese Profile, in Berlin gebaut. Dann gibt es noch schwarz angestrichene Holzbretter, quasi die ganzen Flächen sind aus Holz. Ansonsten haben wir eben noch diese 2 Glitzervorhänge, einen silbernen, einen schwarz. Das Kostüm von der Jossi, die den Mond spielt, auch diese Fransen hat, wie unser Vorhang. Ja. Das hängt damit zusammen, dass wir einfach bei den Proben festgestellt haben, wir wollen nur ihr Gesicht sehen. Diese Fäden, die gehen dann so bis zum Knöchellänge. Und dann werden die auch in mehreren Lagen da jetzt drauf genäht, damit es schön dicht ist. Ich bin Dina Ehm. Ich bin die Kostümbildnerin hier bei der Dreigroschenoper am BE. Das ist das Hochzeitskleid von Polly. Also als erstes trifft man sich ja erstmal mit dem Regisseur, mit Barry, und braucht so ein paar Vorgaben, um überhaupt Ideen zu haben. Und dann muss ich wissen, in welcher Zeit will er es ansiedeln, was passiert, wie stellt er sich vor, was ist ihm wichtig an der Dreigroschenoper, an der Inszenierung. Dann bin ich jemand, die sammelt immer ganz viel. Ich suche mir einfach alle möglichen Moods zusammen und Fotos, Bilder, Farben etc. Ja, da habe ich zum Beispiel so Stoffproben gesammelt, Glitzermaterial. Das ist sozusagen mein Arbeitsordner, da sind also auch Entwürfe drin. Das ist von Constanze Becker von der Mrs. Peachum. Man weiß nicht, was sie drunter hat. Es kommt immer mal ihr Bein vor. Kann auch nichts sein. Man weiß es nicht. Es ist die sexuelle Rührigkeit. Also generell läuft es so, dass der Kostümbildner sich vorher abgesprochen hat mit dem Regisseur und dem Bühnenbildner und zusammen ein Konzept entworfen hat und dann entsprechend rechtzeitig, meistens sind es 6 Wochen vor der Premiere, zu uns kommt, oder das heißt zu mir, und wir sprechen dann darüber, was ist für den Schauspieler möglich, was ist machbar. Und dann fängt meine Arbeit an, dass ich mir überlege, welche Haare bestelle ich, was mache ich, wie setze ich was um, mache Vorschläge. Das Konzept von der Ausstatterin, in der Kostümbildnerin, ist in dem Fall eine sehr moderne Inszenierung.
leider eine Gipsbinde, die schon ein bisschen älter ist, deshalb ist die knallerhart. Wir hatten eben schon so einen Fall. Und gib alles. Warte, haben wir es. Also das ist, wie der Schreiner sein Holz braucht oder der Tischler, ist das mein Arbeitsmaterial, weil wir zu 90%, ich würde sagen 95% am Theater eigentlich mit Perücken zu tun haben. Das auch die schönste und spannendste Verwandlung ist für die Bühne, für ein festes Ensemble, ein Ensemblemitglied zu verändern durch eine Perücke, der komplett anders aussieht, habe ich selbstverständlich vom gesamten Ensemble Gipsköpfe, um darauf ganz schnell arbeiten zu können, wenn es dann gefordert ist. Also man sagt so 40 Stunden mindestens für so eine Männerperücke, und wenn die Frauenperücken sind, meistens länger. Dann muss man wirklich nur ein einziges Haar im Nacken, dann auch mal zwei oder drei. Ja, das sind Hände für unseren Hauptdarsteller Mackie Messer, Nico Holonic. Und man wird nicht sehen, dass es falsche Hände sind, die er sich übergezogen hat. Und dann wird er sich die auf der Bühne ausziehen. Das ist passgenau und maßgefertigt für ihn. Wir haben erstmal Materialien getestet, wir haben verschiedene Silikone ausprobiert. Hautfreundlich, Haut echt so weich wie möglich, dass das wirklich richtig ranzieht, dass man diesen Handschuh nicht sieht. Wir haben Farbtests gemacht und dann haben wir zum Schluss seine Hände abgegossen. Hände sind besonders schwierig, weil müssen ja beweglich sein und es muss auch alles mitmachen, das Material, die Materialfindung, der Prozess der Entstehung. Wir haben das auch einmal vorher ein bisschen probiert und gemacht. Das, würde ich sagen, ist wirklich so ein Highlight in dieser, für uns in der Maske. Ja. Auch armen Leuten vom großen Brotleid sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwirkt und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Ja,